In der Enzyklika ist die Rede davon, dass es in einigen Ländern Erfolge beim Umweltschutz, bei der Müllentsorgung, beim Nahverkehr und so weiter gibt. Und dieser Passus, es ist 958, endet mit der Aussage: Diese Aktionen lösen nicht die globalen Probleme, bestätigen jedoch, dass der Mensch fähig ist, positiv einzuschreiten. Franziskus steht aber für zwei Themen. Für das Thema Bekämpfung der Armut und Solidarität mit den Armen und auf der anderen Seite auch für das Thema Schöpfung. Und darauf bezieht sich der Papst auch explizit und sagt, er will sprechen für jeden Menschen, der auf diesem Planeten wohnt. Dass das Doppelgebot von Gottes- und Nächstenliebe eigentlich zu einem Dreifachgebot erweitert werden muss. Gottes-, Nächsten- und Schöpfungsliebe. Und er betont dabei auch die Schuld des reichen Nordens und fordert deshalb einen größeren Beitrag der reicheren Länder. Diese müssen mit nötigen Maßnahmen vorangehen. Darum muss man deutlich im Bewusstsein behalten, dass es im Klimawandel diversifizierte Verantwortlichkeiten gibt. Und weil der Papst hier die sozialen Fragen, die Armutsprobleme so eng mit den ökologischen Fragen verknüpft, was sachlich durchaus richtig ist, stimme ich auch einer Äußerung von Ottmar Edenhofer zu in der Süddeutschen Zeitung, wo er gesagt hat, die Enzyklika ist deshalb eigentlich keine Klima-, sondern eine Gerechtigkeitsenzyklika. Die eh schon ausgegrenzt und die Verletzlichsten sind, werden durch den Klimawandel nochmal in besonderer Weise getroffen. Es gibt bereits heute Inseln, die absaufen. Es gibt bereits heute Menschen, Kulturen, die ausgelöscht werden durch die Klimafrage, durch den Klimawandel und haben da aufmerksam gemacht in dieser Studie über die Folgen der Erderwärmung, des Klimawandels mit Gerechtigkeit, mit Ausgrenzung, mit Hungerfrage. Wenn ein Politiker wagt, diese Verantwortung auf sich zu nehmen, wird er wieder die Würde erkennen, die Gott ihm als Menschen verliehen hat. Und da gibt der Papst ja durchaus die Auskunft, dass wir es auch mit einer gewissen Verirrung in der Moderne zu tun haben, mit einem Menschenbild, das von Descartes und Bacon geprägt ist, das sozusagen positivistisch halbierte Rationalitäten darstellt, die das Ganze des Menschen nicht erfassen. Und das macht sich ja auch bemerkbar, etwa im Bild des Homo economicus. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der ein reiner Homo economicus ist. Nein, der Homo economicus existiert nicht. Das ist genau genommen ja ein Soziopath. Wachstum kann man dann vertreten, wenn Wachstum absolut vom Ressourcenverbrauch entkoppelt wird. Das heißt, wenn wir Möglichkeiten finden, auf eine Art und Weise zu wachsen, die innerhalb der planetarischen Grenzen sich bewegt. Es ist noch nie da gewesen, dass so eine Enzyklika in der Ausführlichkeit in den wichtigsten Zeitschriften der Naturwissenschaft, nämlich Science und Nature, diskutiert wurde. In der Nummer 23 dieser Enzyklika gibt es einen Satz: Die Atmosphäre ist ein globales Gemeinschaftsgut. Die Atmosphäre ist ein globales Gemeinschaftsgut. Die privaten Verfügungsrechte an Kohle, Öl und Gas müssen fundamental eingeschränkt werden. Und er geht noch einen Schritt weiter. Und das ist aus meiner Sicht in der Tat die Revolution, weil der Papst hier die traditionelle Eigentumslehre der katholischen Kirche weiterentwickelt. Nämlich dahingehend, dass er sagt, nicht nur, dass das Privateigentum sozialpflichtig ist, sondern er wendet den Grundsatz der globalen Gemeinschaftsgüter auf nahezu alle Senken an, nicht nur auf die Atmosphäre, sondern auch auf die Ozeane, auf die Wälder, auf das Land. Das heißt mit anderen Worten, er stellt die Staatengemeinschaft vor die Herausforderung, Strukturen zu finden, völkerrechtliche Strukturen, diese globalen Gemeinschaftsgüter nach den Prinzipien von Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität zu bewirtschaften. Das Bezweifeln des menschengemachten Klimawandels hat nichts damit zu tun, dass um wissenschaftliche Wahrheit gerungen wird, sondern hier geht es um verschleierte Machtinteressen. Der Papst sagt, es geht jetzt nicht darum, dass wir technikfeindlich sind, sondern es geht darum, dass der neuzeitliche Mensch endlich die verdammte Pflicht und Schuldigkeit hat, diese neuen Machtzuwächse zu akzeptieren, und damit die Bereitschaft hat, dem technischen Fortschritt eine Richtung zu geben. Nämlich welche Richtung? Nämlich genau die Richtung, die ethisch verantwortbar ist. Also die Enzyklika ist nicht technikfeindlich, sondern sie verlangt schlicht und einfach, sich von einem technologischen Fatalismus und Determinismus zu lösen. Wenn der Papst Franziskus schreibt, diese Wirtschaft tötet,
nennt er genau, welche Art von Wirtschaft tötet und ausgrenzt. Nämlich die, die sich immer mehr von der Realwirtschaft entfernt, die immer mehr spekuliert, die immer mehr verantwortlich ist für das Auseinanderdriften von Armut und Reichtum. Wenn die Nichtregierungsorganisation Oxfam schreibt, dass in 10 Jahren oder 2020, nicht mal in 10 Jahren, 1% der Menschheit so viel ökonomischen Reichtum haben wird wie der ganze andere Rest, dann ist auch in einer Marktorientierung, wie wir sie erleben, sagen wir mal, zumindest eine große Asymmetrie. Aber ich vermute mal, dass die Idee eines gemeinsamen Planeten, den die Menschheit bewohnt, unter dem Gesichtspunkt Auseinanderfallen von Schadens- und Sozialbeziehungen letztendlich auch eine Weltautorität in sich trägt und die auch unvermeidlich ist. Bei der Atmosphäre geht es im Grunde genommen darum, dass neue Rechte definiert werden. Und die alten Rechte, in die da eingegriffen wird, das sind die Besitzer von Kohle, Öl und Gas. Das sind nicht so unbedingt die großen Sympathieträger in der Weltgesellschaft. Es gibt natürlich auch den individuellen Beitrag, aber diese vielen individuellen Beiträge, wenn sie nur dann zu einer echten Emissionsreduktion summieren, wenn die Ordnungsbedingungen, die ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen, die Ordnungspolitik stimmt. Und wir versuchen von Miserio, diese, was wir erfahren, an verschiedenen Orten von anderen Völkern hier zu kommunizieren, dass wir da nicht bei Null sind, sondern dass da bereits vieles unterwegs ist. Also es geht darum, dass wir als Bewohnerinnen und Bewohner eines gemeinsamen Hauses eben auch Verantwortung übernehmen für diese ökologischen Aspekte und dass einerseits, dass sich das niederschlagen muss in unserem politischen Handeln, aber natürlich auch in unserem alltäglichen Handeln. Dieses alltägliche Handeln würde dann auch, denke ich, der Politik signalisieren, dass die Wählerinnen und Wähler vielleicht manchmal weiter sind, als man denkt. Und es würde auch sozusagen einen Selbstverstärkungseffekt haben, weil die Bürgerinnen und Bürger sich eben gegenseitig das Signal geben, ich bin auch einer von denen, die sich für dieses Thema einsetzen, die hier Verantwortung übernehmen. Und jeder hat dann auch das Gefühl, wenigstens ein bisschen was tun zu können. Applaus